Bernstein war ja der Meinung, dass gerade das erste Konzertstück von Lauber ist das Maß aller Dinge. Und das hat er auch zum Zeitpunkt gesagt, als diese in unseren Augen berühmten und berühmteren Komponisten schon ihre linkshändigen Klavierkonzerte geschrieben haben. Paul Wittgenstein must have been a very good pianist, because it's very difficult to play. Lauber war eigentlich eine ganz, ganz interessante Figur. Natürlich so auf den ersten Blick denkt man gleich, ja, der arme Mann war sehr erblindet im Alter von, glaube ich, so 3 Jahren etwa. War bekanntermaßen ein hervorragender, ein herausragender Organist. Nummer 2 anscheinend, neben oder nach Bruckner, der in Wien in die Fittiche der Familie Wittgenstein kam. Karl, der Vater, Industrieller, hat ihn nach Kräften unterstützt, finanziell, hat sich seiner angenommen, was die Veröffentlichung der Werke anbelangt. Dann hat er die Kinder unterrichtet, Ludwig unter anderem, der ein hervorragender Klarinettist war, aber dann eben bekannter Philosoph wurde. Und eben auch Paul, der eine große Pianistenkarriere hatte. Das ist natürlich ganz besonders spannend, auch musikhistorisch gesehen, dass durch diese bedauerliche Kriegsverletzung von Wittgenstein, als eben in russischer Gefangenschaft der rechte Arm amputiert werden musste, er sich aber wohl ganz pragmatisch und optimistisch noch in Kriegsgefangenschaft dazu entschloss, ich mache weiter, ich werde linkshändiger Pianist. Und er hat wohl während der Kriegsgefangenschaft noch den Lauber beauftragt, ein Konzertstück zu schreiben. Das war 1915. Und das war wirklich das erste Stück für Klavier, linke Hand und Orchester. The challenge was more than composing. I think the challenge was getting it written down by somebody. And I do feel that when you look at the different scores, it feels like there are at least 2 different people that took the notation. Because the first 2 somehow are much more straightforward, and then the third one gets very complicated with some problems that I have to say seem like dictation problems. You have to kind of go inside and ask yourself, was this intentional? Was this really what he wanted? Was auch besonders spannend ist, das ist natürlich die Partituren aufgeschrieben gibt. Es gibt aber auch Solostimmen, das finde ich als Klavierspieler natürlich besonders interessant, mit Wittgensteinschen Fingersätzen, die ich ganz ehrlich gesagt nicht unbedingt immer ganz glücklich finde, manchmal ein bisschen wenig pragmatisch, aber manche habe ich auch übernommen.
auf der einen Seite ist es, nimmt er das Tradierte auf. Er war ja auch mit Brahms befreundet, hatte auch sogar Zugang, was ein unglaubliches Privileg war, Zugang zu Brahms Privatbibliothek. Er war aber nicht derjenige, und das hat Brahms besonders geschätzt, der Brahms kopieren wollte. Well, you know, it's interesting when you look at the score, so many things are familiar and then so many things are a little bit different. He has his own way with things and you get all these other influences that somehow mix into this pot that comes out something different. You know, you have a little bit of Liszt and then you have these Beethovenian harmonies, but they go in directions like Reger, where they take a left, right turn or a left turn where you don't expect. And there's a wonderful kind of surprising elements to it. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe noch nie in meinem Leben einen Terzenlauf in der linken Hand gespielt. Das war eine Herausforderung. Aber natürlich, er hat alles Mögliche reingepackt, alle möglichen technischen Finessen auch.